Ein Hallo und willkommen zurück zu Assassin's Creed Brotherhood. Ja, im letzten Part ging es ja ziemlich turbulent her. Wir haben die Macht des Apfels erlebt. Ich muss gerade bei mir mal die Heizung ausmachen, meine Latschen ausziehen, mich ein bisschen richtig hinsetzen und dann geht es auch weiter. Wir sind kurz vorm Ende des Let's Plays. Und nun ja, schaut euch den letzten Part einfach selber an. So, die wollten ja alle kämpfen, sollen sie haben. Das ist ja auch die Sequenz, die wir zu Anfang des Let's Plays gesehen hatten, aber nicht darauf zugreifen konnten, weil eben Ezio noch nicht so weit synchronisiert war und wir werden ja von einer Kanonenkugel getroffen. Wie cool. Viana, März 1507. Ezio Auditore ist mittlerweile 48 Jahre jung. Naja, jung kann man es nicht mehr nennen. Sequenz 9, der Sturz. So. Ich brauche Nachschub. Du brauchst Nachschub, klasse. Den werden wir uns auch holen. Also, können wir nicht auf dem Pferd reiten? Ich glaube schon, oder? Ja, bevor ich jetzt den ganzen Weg zu Fuß gegangen wäre. Mit dem Pferd reist es sich schneller. Oh ja, Ezio, das sind wahre Worte. So. Auf jeden Fall cool gemacht hier. So als letzte Mission. Rick Querskite in Patsche fährt. Dann geht es sich halt jetzt zu Fuß weiter aufzumachen. So, Warnung, Sperrgebiet. Oh ja, das hält mich natürlich ungemein auf. Also, dass hier ein Sperrgebiet ist, das ist wirklich... Eieiei, da weiß ich nicht, was ich machen soll. Das ist dann wirklich schon... Wow. Hilfe. Ich hörte, dass Cesare Borja die Navarese befehligt. Wer? Er war Herrscher von Rom. Was geschah? Man sagt, ein Assassine... Ja. Du kannst ruhig weiter ausreden, ne? Ich wollte dich nicht stören. In deiner Rede. So... Also kannst du das ruhig weitermachen. Ich weiß, wir könnten auch kämpfen, aber ich finde es so einfach besser. Weil dann gehe ich wenigstens allen Sachen so ein bisschen aus dem Weg. Hat nämlich keine Lust zu kämpfen, immer so. Diese Typen nerven dann eh nur. Ayúdame, mi hijo está herido. Jo, Cesare ist wirklich kein Kavalier. Ja, genau, die Wache spuckt auch noch da drauf. Meine Fresse. So. Was soll denn das hier? Einfach wehrlose Leute angreifen. So, du kommst auch mal her. Aber okay. Ich laufe einfach weiter. Boah, sind das viele Gegner. Das habt ihr euch selbst zuzuschreiben. So straft. Der allmächtige Gott, Sünder. So. Gott ist gerecht. Wie die hier wirklich kämpfen. So. Anonym werden, also. Okay, dann werden wir mal anonym. Dann kommt her. Gut, ich würde sagen, wir werfen mal eine Rauchbombe. So. Weil so können wir die ganz leicht ausschalten. So, die auch noch. Kommt her, los. Gut, die flüchten, die sind vernünftig. Die bleiben wenigstens am Leben. Gut. Auf den Belagerungsturm klettern, werde ich machen. So. Geht's hier weiter hoch, oder? Ah ne, hier ist eine Leiter. Das habe ich damals auch nicht gesehen. Ich dachte mal, was muss man hier machen? Bis ich mal erkannt habe, dass das eine Leiter ist. Und schick, da fällt einer runter. Ha, das war knapp. So, das Tor der Burg erreicht, meine Güte. Tag. Aspetta, genau.
So, hier geht's, denke ich mal, weiter nach oben. So. Weiter geht's. Cesare scheint sich auf jeden Fall erholt zu haben. Aber okay, war die auch ein paar Jährchen, wo er Zeit hatte, das Gift wieder aus dem Körper zu bekommen. Den Belagerungsturm mal klettern. Okay. Ich hoffe, der stürzt nicht auch noch ein. Beziehungsweise, wenn er einstürzt, dann bitte nicht, wenn wir hier noch drauf sind. Da wäre ich, das fände ich ganz nett. Mehr erwarte ich dann ja auch gar nicht. So. Und ich bin erstaunt, wie schnell wir... Ja, ich bin erstaunt, wie schnell wir Brotherhood jetzt eigentlich so durchbekommen haben. Im Gegensatz zu den anderen. Also bis für Assassin's Creed habe ich ja meistens immer so um die 48 Parts gebraucht. Also immer so knapp unter 50. Aber für die jetzt gar nicht so lange. Ich muss aber auch sagen, und wir haben noch nicht mal so Überlängen-Parts gemacht. Aber okay, klar, wer jetzt noch die ganze Nebenmission macht, der hat natürlich was mehr zu tun. Aber ansonsten, ja. Cesare! Mauern umgeben euch! Es gibt keinen drinnen! Dann komm, Ezio! Wow, er nennt mich endlich mal beim Namen und ich nur Assassino. Ich sterbe nicht! Fortuna wird mich nicht verlassen! Ach, du glaubst, ich also... Ich bin der beste Krieger aller Zeiten! Der ist echt wahnsinnig. Der glaubt wie Gustav Ganz irgendwie an Fortuna. Ein Auditore bezwingt mich nicht! Und meine Fresse hält ja viel aus. Da kommt er. Gut, den auch noch. Roma, Italia, España. So, super. Und ein Stück deiner Rüstung verschwindet. So, wir erschießen den einfach. Mehrmals. Ha, das so ist es am einfachsten. Und nochmal. Und nochmal. Gleich geht uns die Munition aus. Meine Güte, einfacher Trick. So. Und nochmal. Und nochmal. Jetzt greifen wir einfach so an. Hey, was soll das? So, der kommt erstmal her. Ey, nein, ich wollte den noch, genau. Gut, komm her. So. Der Thron gehörte mir. Etwas zu wollen, gibt euch lange nicht das Recht. Was wisst ihr schon? Dass ein wahrer Herrscher das Volk stärkt, das er beherrscht. Ich führe die Menschheit in eine neue Welt. Che nessuno ricordi il tuo nome. Requiescat in pace. Ihr tötet mich nicht. Kein Mensch kann mich töten. Dann lasse ich das Schicksal entscheiden. Gut, ich meine, jeder Mensch kann ihn töten, theoretisch. Aber okay. Dann, guten Flug. Mal gucken, vielleicht überlebst du es ja. Die Chancen sind nicht sehr groß. Außerdem wäre es nicht so qualvoller Tod gewesen, hätten wir ihn einfach erschossen. Der Thron gehörte mir! Was wisst ihr schon? Ich führe die Menschheit in eine neue Welt. Ihr tötet mich nicht! Kein Mensch kann mich töten! Erfolg, Requiescat in pace. Und damit ist Cesare ausgeschaltet und Ezio's Story neigt sich zum Ende. Wir haben es. Das Kolosseum.
Gehen wir. Es ist nicht allzu weit. Wartet, da war was mit dieser Tür. Ich habe keinen Griff gesehen. Lasst mich das checken. Super. Dann brauchen wir also eine Art futuristischen Schlüssel. Das ist ein verbal ausgelöster Mechanismus. Sowas habe ich noch nie gesehen. Also brauchen wir ein Passwort? Summe mal Beethovens Fünfte. Scheiß italienisches Stromnetz. Ezios Erinnerungen können wir schon mal nicht durchsuchen. Nun gut, dann würde ich sagen... Wir müssen das Passwort finden. Ja, ja. Ezio kennt die Antwort. Nur leider ist er tot. Unfassbar, dass wir hier festsitzen. Nicht ganz, ich weiß ja, wo es hingeht. Aber das machen wir erst im nächsten Part. Bis dahin sage ich, ciao, Leute.